Herzlich willkommen zum Tutorial. Es geht heute um Folgendes, wie ihr den Titel schon lesen konntet. Kann man über die PlayStation 5 direkt streamen und auch direkt Videoaufnahmen machen? Die kann man dann beispielsweise auf seinem YouTube-Kanal bzw. Account oder auch bei Twitch dann übertragen, je nachdem, ob Video oder Stream. Und es ist mir relativ wichtig, euch zu erklären, warum ich denn genau dieses Tutorial mache. Genauso habe ich mit dem Kanal angefangen. Ja, ich saß während der allerersten Corona-Welle, musste ich nach Hause und war dann quasi ja, zu Hause im Homeoffice, durfte aber danach auch nicht vor die Tür, wie viele andere auch nicht, und habe halt eben ein bisschen mehr gezockt. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich auf die Share-Taste drücke bei der PS4, dass ich dann auch Videos aufzeichnen kann und die dann auch direkt hochladen kann. So ist ein großer Teil der Gameplay-Videos, die ihr in meinem Kanal findet, damals entstanden. Damals noch ohne, dass ich was dazu gesagt habe, ohne dass ihr meine Stimme hört, sondern einfach nur eins. Ist auch nicht häufig geklickt worden. Es war einfach nur, ich wollte zocken. Fand es schön, wenn andere mir dabei zugucken können. Und wenn ich sowieso zocke, warum soll ich es nicht mit der Welt teilen? Gut, mittlerweile hört man mein Gebabbel dazu auf. Ich mache das Ganze in Livestreams. Aber sonst hat sich nicht viel dazu geändert. Gut, ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie genau ihr in total einfachen Schritten direkt ohne irgendeinen PC, ohne irgendwelches zusätzliches Zeug, einfach nur mit eurer PS5 live streamen könnt, beziehungsweise auch einfach Videoclips aufnehmen könnt und hochladen könnt. Dass das total einfach ist, das will ich euch an dieser Stelle beweisen. Und zwar mache ich jetzt eine kleine Challenge. Ich werde das erklären und zwar innerhalb von 5 Minuten werde ich euch das so erklären, dass ihr genau wisst, wie man mit der PlayStation 5 in einfachen Schritten einen Stream startet. Okay, das ist der Deal. Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr groß. Wir beginnen direkt. Hier ist die Uhr eingeleuchtet und die 5 Minuten starten ab jetzt. Gut, also, wir beginnen einmal, wir gehen hoch in die Einstellungen. Bei den Einstellungen fahrt ihr ganz runter zu Aufnahmen und Übertragung. Hier haben wir bei Aufnahmen die Möglichkeit, Screenshots, Videoclips und das Upload zu automatisieren. Aber bei Übertragung, da wollte ich ja hin, kann man einmal die Videoqualität einstellen. Ich würde nicht immer auf die höchste gehen, aber das ist ein anderer Punkt. Ja? Dann haben wir Audio. Warum man nicht auf die höchste geht, erkläre ich gerne im anderen Video. Hier geht es einfach nur darum, wenn ihr mit mehreren Leuten ja, gerade spielt und ihr habt dann quasi eine Chat-Funktion, sodass man die anderen auch im Stream hören könnte, fragt sie bitte, ob sie damit einverstanden sind, weil wenn ihr das Häkchen hier setzt, was bei mir jetzt aus ist, bewusst, kann man natürlich den gesamten Chat mithören im Stream. Das heißt, jeder sieht live und hört live, was ihr redet. Ja, nicht nur du selbst, sondern auch die anderen. Das habe ich generell ausgeschaltet. Dann die Sprachausgabe für Chats. Die kann man einschalten. Hier wird allerdings in der Chat, wenn jemand was in den Chat schreibt, wird dir das per Sprachausgabe mitgeteilt, damit du dich aufs Spiel konzentrieren kannst. Mich stört das eher, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Overlays, hier kann ich einmal einstellen, ob ich den Chat anzeigen möchte, das heißt bei YouTube oder bei Twitch, je nachdem wo ich gerade streame, wenn jemand da was im Chat schreibt, wird dir das dann im Spiel angezeigt. Hier kannst du einstellen, wo, bei mir ist es jetzt unten rechts, und die Aktivität, ja, wenn zum Beispiel jetzt ein neuer Abonnent ist etc., du einen neuen Zuschauer hast und so weiter. Das wird dir dann auch kurz eingeblendet. Gut. Wenn das hier nicht eingeschaltet ist, siehst du deinen Chat nicht. Ja, das ist wichtig. Wenn du keinen PC hast, kannst du deinen Chat dann nicht sehen. So brauchst du keinen PC, es wird dir angezeigt. Gut, dann gehen wir hier in die Hauptausstellung in den Sachen raus. Das Wichtige ist, wenn ihr streamen wollt, müsst ihr erst ein Spiel öffnen und dann auf den Stream gehen. Wir nehmen jetzt einfach mal, weil ich gerade drauf bin, Assassin's Creed Valhalla. Ich öffne das und... Nee, das hatte ich jetzt nicht vor. Ah, genau. Ich öffne das. Jetzt bin ich in meinem Spiel drin.
Und werde jetzt an meinem Controller ganz oben links, das ist eine ganz kleine Taste, sich lohnt. Ja, eine ganz kleine Taste mit drei Strichen, die aussehen so Lichtstrahlen wecken. Da drücke ich drauf und jetzt habe ich tatsächlich das Menü geöffnet für meinen Stream. Ich kann jetzt entweder die letzte Spielhandlung speichern als Videoclip, den Screenshot aufnehmen, eine neue Aufzeichnung starten, das heißt, ich kann jetzt einfach ein Video machen, könnte meinen Bildschirm teilen, dann gehe ich hier hinten auf die Aufnahmeoption, bevor ich das Ganze mache. Einmal die HDR, in welcher Qualität will ich streamen? Videoclip, welchen Dateityp, höchste Effizienz, die Aufnahme, Auflösung, die Mikroeinstellung und natürlich, dass ich wieder den Chat ausgeschaltet habe, aber man mein Mikro hört. So, jetzt gehe ich auf Übertragung. Jetzt bei YouTube kann ich hingehen, den Titel eingeben, die Beschreibung, Text, den Rest muss ich nachträglich dann bei YouTube ändern. Aber das sind so die ersten Sachen, die ich eingeben kann. Ich habe jetzt hier noch die Einstellung von LS22 drin. Jetzt müsste ich hier natürlich eingeben Assassin's Creed, was ich da jetzt genau mache bei Assassin's Creed, was ich vorhabe. Und ein paar Text kann ich hier auch schon eingeben. Ansonsten gehe ich einfach hier hin und kann jetzt den Service wechseln. Ich gehe jetzt auf meinen Twitch-Account. Hier kann ich nur den Titel eingeben. Den Rest muss ich dann tatsächlich online irgendwann am PC mal ändern. Aber ich kann jetzt, wenn ich hier auf Übertragen gehe, egal ob ich das jetzt bei Twitch mache oder bei YouTube, wenn ich hier auf Übertragen gehe, einmal draufklicken, geht die Übertragung los und das direkt auf meinem YouTube-Account. Ja, das heißt, ihr habt tatsächlich in 5 Minuten mit euren Einstellungen, wenn ihr es vielleicht reinschreibt, braucht ihr 6-7 Minuten, könnt ihr alles vorbereiten und könnt direkt von eurer PlayStation 5 auf eurem YouTube-Kanal oder eurem Twitch-Kanal das Ganze streamen. Wenn ihr das da nicht hinterlegt habt, so wie ich, wird beim ersten Mal, wenn ihr es aufruft, könnt ihr quasi eure Konten damit verbinden. Ja, ganz normal, einfach auf die Taste drücken und dann funktioniert das. Gut, das war's. Der Countdown ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und wenn Fragen sind, dann einfach in die Kommentare. Ich gehe da sehr gerne drauf ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.